Hier spricht der Führer. Der Führer der GDL, Klaus Wieselski. Ich verkünde den totalen Bahnstreik und ich frage euch, wollt ihr den totalen Streik? Ich muss euch mit einem müden Lächeln sagen, die Empörung gegen den Streik geht mir gelinde am Steiß vorbei. Mein Ego und die andauernde Intelligenzthematik mit dem Bahnvorstand gebieten mir, in aller Härte zu streiken. Und ich fordere von den deutschen Volksgenossen und Bahnkunden Aufopferung bis zum letzten Blutstropfen. Auch wenn ihr nicht versteht. Unangemessen. Ich konnte das an. Mehr Lohnzugeständnisse herauspressen will. Ich werde kein Millimeter vor dem hochbegabten Zirkel des Bahnvorstandes zurückweichen. Dem Feind, der meinen Machtanspruch nicht anerkennen will.